Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde das große Potenzial der vielfältigen Einsatzgebiete von Kunststoffen in der Medizin erkannt. Die folgende intensive Forschung und Weiterentwicklung dieser Stoffe führten letztendlich dazu, dass Polymere in diversen Gebieten der Medizin großflächig eingesetzt wurden und heutzutage in nahezu allen medizintechnischen Instrumenten wie Spritzen, Prothesen, Seh- und Hörhilfen zu finden sind. Polymere. Polymere sind chemische Verbindungen aus Monomeren. Es gibt Homopolymere und Copolymere. Homopolymere bestehen nur aus einer Monomerart, wohingegen Copolymere aus verschiedenen Monomeren aufgebaut sind. Zudem unterscheidet man zwischen organischen und anorganischen Polymeren. Biopolymere sind die Grundbausteine der lebenden Organismen. Chemisch modifizierte Polymere sind Weiterverarbeitungen von Biopolymeren. Durch Polymerisationsverfahren werden synthetische Polymere industriell hergestellt, zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol, Polyvinylchlorid und weitere. Synthetische Polymere sind die in der Medizin angewandten Kunststoffe. In der Medizintechnik werden vor allem die Kunststoffe Polyvinylchlorid und Polyethylen, welche mit insgesamt 56% über die Hälfte der verwendeten Polymere ausmachen. Auch Polystyrol wird mit 20% sehr oft für die Herstellung medizintechnischer Instrumente verwendet. Polypropylen wird zu 13% verwendet und weitere Kunststoffe mit 11%. Kommen wir nun zu Polyvinylchlorid. Eines der meistverwendetsten Kunststoffe in der Medizintechnik ist Polyvinylchlorid. Durch dessen Thermoformbarkeit und Widerstandsfähigkeit etablierte es sich im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten Kunststoffe. Dieses thermoplastische Polymer existiert in zwei verschiedenen Formen. Zum einen als Hart-PVC und zum anderen als Weich-PVC. Weich-PVC entsteht durch das Hinzufügen von Weichmachern, wie Phthalate. Doch diese stellten sich als ein Problemfaktor heraus, denn sie gelten als teratogen, also fruchtschädigend, kanzerogen und hormonschädigend. Hierbei zeigen wir euch einmal das Beispiel des DN-Octylphthalat auf. Aufgrund dieser Eigenschaften wird in der Medizin nur hochreines Polyvinylchlorid verwendet, welches nur geringe Additive und Verunreinigungen besitzt. Diese Faktoren lassen Weich-PVC als ungeeignet für längere Anwendungen im Körper gelten. Hergestellt wird es durch die radikalische Polymerisation des Vinylchlorids. Um Vinylchlorid herzustellen, verwendete man oftmals Ethin, um dieses mit Chlorwasserstoff zu Chlorethen, also Vinylchlorid, reagieren zu lassen. Dabei bindet sich das Chlorwasserstoff unter Druck bei 200 Grad Celsius an die Dreifachbindung des Ethin durch die Verwendung von Quecksilber-2-Chlorid als Katalysator. Doch diese Herstellungsweise gilt heute als veraltet. Man ersetzt das Ethin durch Ethen oder Ethan. Dabei addiert man Chlor an Ethen, wodurch 1,2-Dichlorethan entsteht. Nun spaltet sich Chlorwasserstoff am Katalysator Aluminiumoxid bei einer Temperatur von 300 bis 350 Grad Celsius ab und Vinylchlorid entsteht. Bei Vinylchlorid handelt es sich um ein toxisch-süßlich riechendes Gas, welches leicht entflammbar ist. Durch dessen krebserregenden und erbgutveränderten Eigenschaften ist die Herstellung des Vinylchlorids gesundheitsschädlich. Bereits viele Arbeiter erkrankten an der sogenannten VC-Krankheit, welche Schäden an der Lunge oder den Gelenken hervorruft. Um letztendlich Polyvinylchlorid zu erhalten, werden Peroxide, wie zum Beispiel Dibenzolperoxid, zu Vinylchlorid gegeben, welche in Verbindung zu festen Polyvinylchlorid polymerisieren. Die hinzugefügten Peroxide werden auch Initiatoren oder Radikalstarter genannt. Diese fallen bereits bei geringer Energie zu Radikalen zusammen und lösen somit die Polymerisation aus. Für unseren Versuch, indem wir PVC herstellen wollen, benötigen wir Folgendes: 20 ml Aceton, 1,5 Gramm PVC-Pulver, ein Spatel, eine Heizplatte, eine Pasteurpipette und eine Petrischale. Wichtig bei Versuchen ist, dass man die HBS-Regel befolgt und zudem noch Handschuhe trägt. Man füllt 1,5 Gramm PVC-Pulver in ein Becherglas und verrührt es mit 20 ml Aceton.
Während des Erwärmens löst sich das PVC-Pulver im Aceton und man stellt fest, dass die Lösung viskös wird. Mit einer Pasteurpipette streicht man die Lösung dünn und gleichmäßig auf eine Petrischale. Um den Versuch zu verkürzen, stellen wir die Petrischale in den Kühlschrank. Nach einigen Minuten schauen wir nach, wie weit unser PVC schon getrocknet ist. Nach guten 10 Minuten ist es getrocknet und wir können es aus dem Kühlschrank nehmen. Unser PVC kann man nun ganz einfach mit einer Pinzette von der Petrischale lösen. Und tada, wir haben Polyvinylchlorid hergestellt. Wir sind begeistert. Ja. Gut gerettet, Dr. J. Gut gerettet. Häufig wird es in der Medizin verwendet für Infusions- und Blutbeutel, Schlauchsysteme, Handschuhe, Katheter, Kontaktlinsen und Blister. Durch die thermoplastischen Eigenschaften ist es bei Hitze weich und verformbar. Es ist ein geruchs- und geschmacksfreier Kunststoff, der nur schwer entflammbar ist. Wärme und Elektrizität werden nur schwer weitergeleitet und die Beständigkeit gegen Wasser, organische Lösungsmittel und schwache Säuren und Basen lassen es als gut anwendbaren Stoff für die Medizintechnik gelten. Polyethylen. Polyethylen wird durch Polymerisation von Ethylengas hergestellt. Zur Herstellung des Stoffes gibt es zwei Verfahren. Zum einen gibt es das Hochdruckverfahren, bei dem Weichpolyethylen aus dem Monomer Ethen entsteht. Die Reaktion läuft bei Temperaturen zwischen 100 bis 300 Grad Celsius unter Einsatz von Radikalstartern, in diesem Fall Sauerstoff oder Peroxiden, ab. Zum anderen kann man mit dem Niederdruckverfahren das Hartpolyethylen in Form von festen Körnern erzeugen. Kennzeichnend bei diesem Verfahren sind die niedrigen Temperaturen, 20 bis 150 Grad, und der niedrigere Druck. Verwendbare Katalysatoren sind Titanester, Titanhalogenide und Aluminiumalkyle. Polyethylen ist gut dehnbar, sehr flexibel, sicher verschweißbar, kaum wasserdampfdurchlässig und sehr kältebeständig. Dazu kommt, dass Polyethylen von vielen Lösungsmitteln, Laugen und Säuren bei Raumtemperatur nicht angegriffen wird und sich durch Spritzgießen in jede beliebige Form bringen lässt. Aufgrund dieser Eigenschaften findet Polyethylen Verwendung in alltäglichen Diversitäten wie Verpackungen von Nahrungsmitteln oder Plastiktüten, aber auch in der Medizin, wie zum Beispiel in Knie- und Fingergelenkimplantaten, in Teilen künstlicher Hüftgelenkpfannen oder in der Beschichtung von Verbänden, da verbundene Wunden aufgrund des Polyethylens sehr steril gehalten werden können. Polystyrol gilt als einer der wichtigsten Stoffe in der Medizin. Er ist ein Thermoplast und auch in vielen verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens vorzufinden. Er kann in zwei unterschiedlichen Formen Verwendung finden: als festes Polystyrol oder als aufschäumendes Polystyrol, expandiertes Polystyrol. Besser bekannt ist dieses als Styropor. Expandiertes Polystyrol wird hauptsächlich zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt, aufgrund der guten Isolationseigenschaft. In der Medizin wird festes Polystyrol hauptsächlich aufgrund seiner hohen Transparenz verwendet. Es wird zur Herstellung von glasklaren Verpackungen oder von Gehäusen für Messgeräte benutzt, also überall dort, wo es besonders wichtig ist, dass das Material transparent ist. Polystyrol wird durch die Polymerisation von Styrol gewonnen. Styrol besteht aus einem Benzolring und aus zwei Kohlenstoffatomen, die durch eine Doppelbindung verbunden sind. Diese Seitenkette wird auch Vinylrest genannt. Die Doppelbindung stellt das reaktive Zentrum dar, das bei der Polymerisation reagiert. Der Benzolring wird aufgrund seiner stabilen Struktur nicht angegriffen. Polystyrol besitzt eine hohe Steifigkeit, mittlere Härte und Festigkeit. Es ist unter Wärmeeinwirkung verformbar und besitzt eine glatte Oberfläche. Wie bereits schon erwähnt,
ist Polystyrol transparent, also völlig farblos und glasklar. Es ist wenig wärmebeständig und nur bedingt bis 70 Grad Celsius einsetzbar. Polystyrol verbrennt mit leuchtend gelber, stark rosender Flamme und einem blumig-süßlichen Geruch nach Benzol. Neben diesen Eigenschaften erfüllt Polystyrol ebenfalls die medizintechnischen Voraussetzungen wie Biokompatibilität, chemische Beständigkeit gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel. Außerdem eignet es sich für Sterilisationsverfahren. Typische Beispiele für medizinische Produkte, die aus Polystyrol bestehen, sind Petrischalen, das Tropfschauglas eines Infusionsset, Blutröhrchen und Probenbehälter. Polypropylen, kurz PP, ist ein Thermoplast, der durch die Kettenpolymerisation von Propen hergestellt wird. Kennzeichnend für diesen Stoff sind die Methylreste, die für eine hohe Stabilität und Schmelztemperatur, welche zwischen 160 und 165 Grad Celsius liegt, sorgen. Zudem weist Polypropylen eine minimale Wasseraufnahme und Durchlässigkeit auf. Dieser Kunststoff ist hart und unzerbrechlich. Polypropylen ist wegen seines unpolaren Charakters bis 120 Grad Celsius beständig gegen wässrige Lösungen von Salzen, starke Säuren und Alkalien. Auch gegen polare organische Lösemittel, Alkohole, Ester, Ketone, Fette und Öle ist PP beständig. Aufgrund seiner Eigenschaften ist Polypropylen ideal für Behälter und Instrumententeile in der Medizin geeignet, da es gegen viele verschiedene Lösungsmittel beständig ist. Des Weiteren wird es als Nahtmaterial, Einwegspritzen und Verpackungsmaterial verwendet. Damit der Magen eines Menschen, der regelmäßig Arzneimittel zu sich nehmen muss, nicht einem gelben Sack voller verbrauchter Kunststoffe gleicht, braucht besonders die Medizin biologisch abbaubare Kunststoffe. Neben den genannten Arzneimitteln, also Pillen und Tabletten, finden diese Kunststoffe Anwendung in wirkstoffhaltigen, resorbierbaren Implantaten, chirurgischen Nahtmaterialien und Verpackungen. Generell gelten Polymere als biologisch abbaubar, wenn sie durch biologische Reaktionen unter Einwirkung von Mikroorganismen bzw. Enzymen vollständig zu Wasser, Kohlendioxid und nicht toxischer Biomasse umgesetzt werden. Ob und inwiefern Polymere biologisch abbaubar sind, hängt vom jeweiligen Sauerstoff- und Wassergehalt, der Temperatur, dem pH-Wert, den Spuren an Mineralien und der Art und Vorbehandlung des Polymers sowie der Kristallität und Kristallgröße ab. Natürlich vorkommende, also Zellulose, Stärke oder Eiweiße, gehören grundsätzlich zu den biologisch abbaubaren Polymeren. Dazu kommen aber auch solche, die durch polymeranaloge Reaktionen aus natürlichen und nachwachsenden Polymeren oder aus fossilen Brennstoffen erzeugt werden können. Beispiele sind Zelluloseacetat, Polyhydroxyfettsäuren oder, worauf ich jetzt etwas näher eingehen werde, Polyaktide. Polyaktid nennt man auch Polymilchsäure, denn dieser biologisch abbaubare Kunststoff wird per Polykondensationsreaktion aus dem nachwachsenden Rohstoff Milchsäure erzeugt. Diese Reaktion ermöglicht die direkte Gewinnung des hochmolekularen, reinen Polymers. Allerdings ist die Entsorgung des Lösungsmittels bei der industriellen Produktion sehr problematisch. Die Alternative zu dieser Reaktion, der Polykondensation, stellt die ionische Polymerisation dar. Statt der Milchsäure wird hier das zyklische Dimer, das Lactid, per Ringöffnungspolymerisation polymerisiert. Lactid ist ein ringförmiger Zusammenschluss von zwei Milchsäuremolekülen. Es wird durch die Vergärung von Melasse oder durch Fermentation von Glucose mit Hilfe verschiedener Bakterien hergestellt. Bei Temperaturen zwischen 140 und 180 Grad Celsius sowie der Einwirkung katalytischer Zinnverbindungen, zum Beispiel Zinnoxid, findet die angesprochene, wie in der Zeichnung dargestellte, Ringöffnungspolymerisation statt. So werden Kunststoffe mit einer hohen Molekülmasse und Festigkeit erzeugt, wie sie in der Medizin benötigt werden. Die Materialien, die in der Medizin verwendet werden, müssen gewissen Anforderungen entsprechen, um überhaupt verwendet werden zu dürfen.
Die verwendeten Kunststoffe sollen zum einen steril sein. Das heißt, dass sie frei von lebensfähigen Organismen sind. Eine weitere Anforderung an Kunststoffe ist, dass sie biokompatibel, also im menschlichen Körper, in Zellen und Gewebe, verträglich sind. Reaktionen mit Körperflüssigkeiten müssen ausgeschlossen werden, damit keine toxischen Stoffe entstehen. Zudem dürfen Verpackungen wie Infusionsbeutel keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten, die an die Infusionslösung abgegeben werden könnten. Kunststoffe, die unter anderem als Prothesen verwendet werden, müssen eine hohe Flexibilität und Elastizität aufweisen, da spröde Kunststoffe zu Rissen oder Undichtigkeiten führen können, die unbedingt zu vermeiden sind. Manche Kunststoffe sollen langlebig sein, also nur langsam altern. Andere wiederum sind dafür ausgelegt, sich selbst im Körper aufzulösen. In den Körper eingebaute Kunststoffe, wie Implantate, müssen röntgentauglich und kompatibel mit der Magnetresonanztomographie, kurz MRT, sein. Zudem müssen vor allem verwendete Kunststoffe in der Zahnmedizin leicht zu reinigen sein. Nun kommen wir zu konkreten Beispielen für die Verwendung von Kunststoffen in der Medizin. In der folgenden Grafik sehen Sie diverse Einsatzgebiete von Polymeren in der Medizin. Dazu zählen unter anderem Herzklappen oder Bandscheiben, Nahtmaterial oder Hüftgelenke, Blasenprothesen oder Hautimplantate, Sehnen, Bänder oder Schrauben. Die erste Prothese, die jemals gefunden wurde, war an einer Mumie, einer 50 Jahre alten Frau, vor ca. 3500 Jahren. Es war eine Zehenprothese aus Holz, die aus ihren mumifizierten Überresten entnommen werden konnte. Auch die alten Römer waren in dieser Hinsicht weit entwickelt, denn sie benutzten Zahnprothesen aus tierischen oder menschlichen Zahnresten, die mit Drähten an den Nachbarzahn fixiert wurden. Weiter ging die Entwicklung im Mittelalter mit den ersten Stelzen und ab dem 16. Jahrhundert mit Holzbeinen. Nach dem Ersten Weltkrieg stand da die Prothetik vor neuen Herausforderungen im riesigen Maße, denn die Anzahl der zu versorgenden Amputierten war größer als je zuvor und das Land brauchte dringend funktionierende Arbeitskräfte zum Wiederaufbau des Landes. Die damals angestoßene Entwicklung führte dazu, dass heutzutage computerbesteuerte Hightech-Prothesen ihren Trägern sogar ermöglichen, Fahrrad zu fahren oder im Spitzensportbereich an die Resultate der nicht amputierten Sportler heranzureichen. Handprothesen sind dagegen nicht ganz so ausgefeilt und perfektioniert. Das liegt aber zum großen Teil daran, dass kein anderer Teil des menschlichen Körpers so komplex und virtuos funktioniert wie die Hand. Zwar gibt es für ganze Hände heutzutage auch über Sensoren steuerbare Prothesen, die ihren Trägern das Öffnen und das Schließen der Hand ermöglichen, aber in unserem Beispiel hier haben wir nur zwei einzelne Fingerprothesen. Sie sind nicht elektrisch mit den Nerven oder Muskelzellen des Trägers verbunden, dienen aber auch zum großen Teil dem ästhetischen Zweck. Der Beispielträger verlor seine zwei Finger bei einem Unfall mit einer Säge. Diese Prothesen sind unbeweglich, aber verhelfen dem Träger zu weitaus mehr motorischen Möglichkeiten und geben auch einfach den sichtbaren Anschein, als seien sie echt. Das liegt daran, dass sie durch Farbpigmente, Haare und Fasern genauso aussehen wie die verlorenen Finger. Selbst Fingernagel und Hautfalten sind genau an dem Vorbild der verlorenen Körperteile instruiert. Sie werden über den Fingerstumpf gestülpt und halten dort gut aufgrund der Vakuumbildung am Finger. Sie bestehen aus einem Silikon-Gummigemisch. Silikon, auch Polyorgansixolan, ein synthetisiertes Polymer, ist wärmebeständig, hydrophob, gasdurchlässig, biologisch schwer abbaubar, aber physiologisch verträglich, also nicht gesundheitsschädlich. Silikone, wie sie hier verwendet wurden, werden durch zwei Schritte mit Hilfe Organchlorsilane hergestellt. Der erste ist dessen Synthese und der zweite dessen Hydrolyse mit anschließender Polykondensation. Weitere Verwendung finden Silikone in der Textilbranche, in Implantaten, in der Sanitär- und in der Verpackungsbranche. Die Verwendung von Gummi in Prothesen erklärt sich auch an dessen Eigenschaften. Gummi ist sehr haftfähig, aber klebt nicht.
extrem dehnbar und wasserundurchlässig. Da Gummi aber auch eine geringe Reißfähigkeit aufweist, überwiegt der Anteil des Silikons in den Prothesen enorm, weshalb wir nur kurz auf Gummi an sich eingehen. Heutzutage wird Gummi synthetisch hergestellt. Naturkautschuk, also lange Polysoprenketten, werden durch den Zusatz von Schwefel, Druck und Hitze vernetzt, wobei dieses elastische Material entsteht. Verwendung findet dieser Stoff zudem in Kleidung, Böden, medizinischen Handschuhen oder ähnlichem. Kommen wir nun zu Beispielen aus der Zahnmedizin. Früher oder später fallen bei uns allen die Zähne aus. Schön ist es jedoch nicht, mit Zahnlücken herumzulaufen. Deshalb gibt es Zahnprothesen, welche aus Metall, Keramik oder auch Kunststoff bestehen können. Wobei Zahnersatz aus Kunststoff viele Vorteile gegenüber anderen Materialien bietet. Eine Totalprothese aus Kunststoff besteht meistens aus Polyether-Ether-Keton. PEEK ist eine Kette und besitzt Keto- und Ethergruppen, wie der Name es schon sagt. Dieser Kunststoff ist ein Thermoplast und wird von vielen Zahnärzten empfohlen und verwendet. PEEK erfüllt alle Anforderungen, die an Kunststoffe in der Medizin gestellt werden. Es ist völlig ungiftig, geschmacks- und Kiefergelenksneutral. Es ist verfärbbar und deshalb aus ästhetischen Gründen optimal für eine Zahnprothese geeignet. Nicht nur Zahnprothesen lassen sich aus PEEK herstellen, sondern auch Zahnfüllungen, Kronen und Brücken. In der Zahnmedizin gibt es auch sogenannte partielle Kunststoffprothesen. Diese sind herausnehmbar und für eine Zeitspanne zwischen einem chirurgischen Eingriff und einer endgültigen Lösung, wie zum Beispiel eine Totalprothese, geeignet. Zahnärzte empfehlen eine solche Prothese, da es wenig sinnvoll ist, gleich nach einem Eingriff eine Totalprothese anzufertigen. Die Kunststoffteilprothese wird aufgrund der im Vergleich geringen Tragedauer aus dem Kunststoff Polymethylmetacrylat PMMA hergestellt, der zudem auch kostengünstiger als PEEK ist. PMMA ist ebenfalls eine Kette und besitzt ein Methylester, eine Methylengruppe und eine Methylgruppe. PMMA wird durch radikalische Polymerisation aus dem Monomer Methylmetacrylat MMA hergestellt. Auch der verwendete Kunststoff der lockeren Zahnsprangen, Brillen und Fenstergläser besteht aus PMMA und ist hierfür bestens geeignet. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass alles hinreichend erklärt wurde. Hier seht ihr unsere Quellen.